Ja, moin und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play SnowRunner. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. So, jetzt können wir hier erst einmal das hier fertig machen. So, Wunderbärchen. Den lassen wir einmal hier stehen. Und als nächstes machen wir die Aufgabe, es werde Licht. Dafür müssen wir hier den Glühbirnenanhänger hier rüberbringen, sowie zweimal Fahrzeugersatzteile holen. Und das machen wir hier mit dem Zix 605R. Hier haben wir noch Kartoffeln drauf. Das war für, es gibt noch ja diese eine Aufgabe, wo wir hier, glaube ich, Kartoffeln hinbringen müssen. Aber ganz ehrlich, Kraftstoff, Fahrzeugersatzteile. Ah, siehst du, da müssen wir auch Fahrzeugersatzteile hinbringen. Die müssen wir, ach so, nee, die müssen wir woanders hinbringen. Quatsch, jetzt war ich total falsch. Hier, genau. Die Kartoffeln, die müssen wir eigentlich auch noch hier hinbringen. Was brauchen wir noch? Heuballen, das ist von dort. Holzplanken, die gibt es hier. Mittelgroße Stämme, die gibt es wo ganz anders. Kartoffeln. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht, guck mal, hier sind 4, da sind 3, ob wir doch den Atom nehmen und schon mal die Kartoffeln, den Anhänger mit Kartoffeln hier einfach hinstellen und dann den Umweg, ja genau, ja, das machen wir schon so. So, der hier ist mir jetzt auch egal, Fracht entladen, Fracht entfernen, weg damit, wird schon nicht wichtig gewesen sein, würde ich mal sagen. So. Also, Leute. Die letzte oder vorletzte Mission, die wir gemacht haben, die ich gemacht habe, mit den Containern suchen, ja, ist mir schon klar, dass man das mit dem Metalldetektor suchen musste. Das war ja auch der Grund, warum ich das eine Fahrzeug bereits im Vorfeld mit einem Metalldetektor ausgestattet hatte. Also, das war schon so vorgesehen. So, komm, wir ziehen dich einfach mal hier knallhart rum. Aber ich konnte nirgendwo sehen, wo das ist. Kriegen wir den? Nee, den kriegen wir jetzt nicht. Nee, den kriegen wir nicht ran. Ich konnte nirgendwo sehen auf der Karte, wo das ist, wo wir da hin müssen. Und das war der Grund gewesen. Echt jetzt? Das war der Grund gewesen, warum ich mich dann anders entschieden habe, weil insbesondere, wenn es die Möglichkeit gibt, dass ich, Gott, ich merke, ich bin so nicht multitaskingfähig. Wenn es die Möglichkeit gibt, dass ich woanders gerade schnell das holen kann, warum sollte ich das nicht machen, wenn es einfacher ist? Also, come on. Ja, also, insofern war das für mich schon vollkommen okay, dass wir die Spezialcontainer aus diesem Lager rausholen konnten. Und kam eine Folge zuvor, war da noch ein Kommentar gewesen, ja, das wird nicht funktionieren, weil es müssen genau diese sein. Und ich wollte nicht spoilern, deswegen hatte ich dann nichts dazu gesagt, aber ich wusste, das wird funktionieren. Und das hat es auch. So. Jetzt machen wir uns hier auf den Weg. Warum ist denn oben rechts keine Mission eingeblendet? Habe ich die nicht angenommen? Verfolgung starten, das wollen wir natürlich machen.
Fahrzeugersatzteile, das holen wir ganz da hinten. Dann holen wir uns noch 4 Kartoffeln, die packen wir auf den Anhänger drauf. So wird das laufen. Da bin ich mir sicher, meine Freunde. Also heute war ein Tag, ey, ich sag's euch. Hätte mir ganz, ganz gewaltig gestohlen bleiben können. Und erst dachte ich noch, ich war heute viel unterwegs gewesen, ein paar Sachen erledigt. Und heute kam ich dann nach Hause, hatte meine Große aus dem Schwimmen abgeholt, weil die versucht gerade ihr Seepferdchen zu machen. Da war heute der letzte Kurs, das ist auch eine Schweinerei. Kurze Abzweigung in die Richtung. Seepferdchenkurs. Ja. Das sind 10 Kurseinheiten je Stunde. Da kosten diese 10 Einheiten 100 Euro. 100 Euro. Das ist kein Privatunterricht oder sowas. Ja. Also nicht jeweils. Habe ich jetzt aus Versehen je 100 Euro? Nein, nein. Also 10 Euro je Einheit. 10 Stück sind es. Zusammen 100 Euro. Sie haben es jetzt nochmal zum Jahreswechsel erhöht. Jetzt kostet es. Nicht mehr 10 Euro, sondern 11,50 Euro, also 115 Euro. Also richtig, richtig nice. Und dann sind da 10 Kinder, 10 Plätze sind frei. Und dann schwimmen die da. Jetzt haben wir schon 2 Kurse hinter uns. 20 Einheiten. Also einfach mal 200 Euro weg. Und davon war sie, boah, 4, 5, ich glaube 6. 6 Einheiten war sie krank gewesen, meine Tochter. Denn wir haben so einen blöden Kurs nur erwischt. Das ist super schwierig, überhaupt nur einen Kurs zu bekommen, weil sie immer und instantan ausgebucht sind. Das funktioniert so wie auf dem Festival. Du kannst irgendwie 5 Tage vor Kurs beginnen. Kannst du online den Kurs dann bestellen, also reservieren, kaufen, ich weiß nicht, wie man es genau bezeichnen will. Und da ist eine Uhrzeit angegeben. 18 Uhr, so um 18 Uhr macht das, kannst du das dann machen. Und dann bist du wie ein Bekloppter am Hämmern und versuchst dann dort, wie bei den großen Festivalkarten, irgendeine Karte zu ergattern. Von diesen 10 Plätzen, wobei aber auch schon von den vorherigen Kursen, also wenn du einmal in diesem System drinne bist, dann hast du ein Anrecht darauf, einen weiteren Kurs zu machen. Das ist auch sinnvoll, ist keine Frage. So dass, wenn du jetzt einmal einen Kurs gemacht hast und hast noch kein Seepferdchen, dass du dann das gleich nochmal probieren kannst, ne? So, Fahrzeugersatzteile, 2 Stück, ne? Licht, Fahrzeugersatzteile, genau. Und dann holen wir jetzt noch mal. So, und dann haben wir aber nur einen Kurs bekommen, der 2 Einheiten in der Woche hat. Und zwar Mittwoch und Donnerstag. Ergo, wenn dein Kind am Mittwoch krank ist, dann hast du gleich 2 Kurse verballert und jetzt von den, ja, war sie halt insgesamt, ich glaube, dreimal krank gewesen. Und dazwischen waren auch noch die Ferien, also die Herbstferien gewesen. Und das führt halt einfach dazu. Aber es ist fast unmöglich, in einen anderen Kurs zu kommen. Sie hat jetzt ihr Seepferdchen noch nicht. Heute war aber der letzte Kurs von der. Die letzte Einheit von dem Kurs. Ja, jetzt weiß Papa Bescheid. Jetzt kann er gleich nochmal 100 Euro latzen. Oder besser gesagt 115 Euro latzen. Yeah. Nice. Jetzt müssen wir allerdings erst einmal eine Pause machen, weil wir genau wissen, dass wir jetzt im Dezember weg sind. Ne? Über Weihnachten sind wir bei meinen Eltern. Und dann sind wir leider viel zu lange dort.
Meine Frau wollte, oder wir wollten alle, dass wir mal mit der Bahn fahren dorthin, weil es ist eine ordentliche Strecke vom Norden runter nach Hessen. Und da haben wir gesagt, komm, wir fahren mit der Bahn, ist ja auch günstiger. Und die Kinder können versuchen, vielleicht auch ein bisschen mehr zu schlafen. Man kann mit denen rumlaufen, kann mit denen spielen. Das läuft alles in allem irgendwie sinnvoller. Und meine Frau hat es wohl ein bisschen arg gut gemeint mit, es muss ja möglichst günstig sein. Und dann haben wir jetzt 8 Tage hin und, also 8 hin, dann 8 Tage dort und dann wieder zurück, weil es irgendwie 50 € günstiger war, wie wenn es jetzt nur 3 oder 4 Tage waren. Ich hatte aber extra gesagt, ich möchte eigentlich nur 4 Tage. Ja. Naja. Gut. Ist so, wie es ist. Kann man jetzt auch nicht mehr viel ändern. Und so, warte mal. Die Kartoffeln aber hier. Fracht entladen. Der hier kommt weg. Den will ich nicht verladen. So. Jetzt weiß ich nicht mehr, das war jetzt der Abzweig. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Es war heute stressig. Ich habe meine Tochter von der Ki von dem Schwimmen, also erst von der Kita abgeholt, dann ins Schwimmen gebracht. Genau. Und dann morgen hat meine Frau mit ihren Freundinnen, Babytreff-Freundinnen, hier irgend so einen Adventsfrühstücken oder sowas. Und da hat die viel zu tun und hat den ganzen Tag aufgeräumt. Und hatte halt die Kleine gehabt, weil ich ja unterwegs war. Und dann habe ich die heute versucht ins Bett zu bringen. Sie sagte dann irgendwann um 16 Uhr, 17 Uhr so, 17 Uhr war es gewesen. 17 Uhr sagte sie, ja. Also die Kleine hat zwar heute Mittagsschlaf, einen bombastischen gehabt von 3 Stunden, aber nur einen halt, nicht 2 Schläfchen. Und normalerweise wäre auch 2 Schläfchen so A1 bis 1,5 Stunden. Also ein Schläfchen, 3 Stunden, zumindest mathematisch betrachtet. Oder rechnerisch betrachtet, passt das schon. Aber dann habe ich erst noch gewartet, habe noch was mit ihr gegessen und der Großen. Und dann, was, oh, lass mich lügen, ey, war 18 Uhr oder so. Und dann bin ich mit der Kleinen, habe ich die Kleine ins Bett gebracht. Das ging relativ schnell, 20 Minuten oder so. Dann war die am Pennen, ich so, nice. Runter. Aufgeräumt, meine Große wollte noch was spielen. Habe ich gesagt, alles klar, aber wir räumen jetzt hier erst noch auf. Und dann können wir eine Runde, was wollt ihr spielen? Uno. Prinzessinnen Uno. Disney Prinzessinnen Uno. Ich so, alles klar, können wir machen. Und dann brüllte die ganz Kleine. Ja, und dann habe ich gesagt, ich muss erst hoch. Und ab dann ging der Spaß los. Dann war 19 Uhr oder sowas. 19 Uhr und ich war. Bis 21 Uhr war ich da drinne gewesen. Also es war die absolute Hölle. War super gestresst, super genervt, weil einfach dieser kleine Mensch nicht schlafen will. Aber so richtig, was sie wollte, wusste sie wohl selber auch nicht. Dann dachte ich erst, vielleicht hat sie noch, weil dann die macht, wenn sie Durst hat, schmatzt die. Dann macht die so. Ich weiß jetzt nicht, ob das zu hören war, aber ja, die schmatzt, schnalzt so mit der Zunge. Und dann halte ich ihr das Trinken hin, dann will sie aber nicht trinken. Unsere Kleine ist auf jeden Fall so ein Nucki-Baby. Das heißt, die hat immer ihren Nuller und braucht den auch zum Schlafen. Und heute alle zwei gefühlt, ja, man guckt ja nicht so ganz auf die Uhr, aber alle gefühlt, alle 2 Minuten. Hat sie ihren Nuki verloren, machst du wieder das Licht an, also in dem Falle entweder Handy oder meine, oh, Entschuldigung, meine Armbanduhr mache ich dann an, sodass ich dann eben gerade sehe, wo der ist und dann so, und dann bewegt die sich rum und dann habe ich sie erst wieder reingenommen, also aus dem Babybett rausgeholt. Und wir haben neben dem Babybett noch ein richtiges Bett,
Also könnt ihr euch wie so einen so ein Gästebett, Couchsofa Dings vorstellen, aber das ist in dem Sinne quasi immer ausgeklappt. Und dann habe ich erst versucht, mit ihr da so ein bisschen drinnen zu liegen und dann. Und die ist auch immer so alle 2 Minuten oder für 2 Minuten wieder eingeschlafen, dann ist die ganz ruhig und schnarcht und dann plötzlich heult sie los und weiß, keine Ahnung, ne? Weiß nicht, was sie will. Also heute war es echt anstrengend und ich habe mir einfach nur gedacht, wo ist der Ausschaltknopf von diesem Kind gerade? Ja. Also dementsprechend habe ich dann auch gerade nochmal 5 Minuten gebraucht, bevor ich sage, ich mache eine Aufnahme. Aber ich muss heute eine Aufnahme machen, weil heute. Also ich habe keine mehr im Petto. Ich habe weder eine aufgezeichnete, noch liegt irgendwo, oder erst recht liegt keine, schon hochgeladen und vorbereitet. Und auf die letzten Tage will ich jetzt nicht nochmal unterbrechen. Wir hatten, glaube ich, insgesamt 2 oder 3 Mal im Jahr habe ich jetzt keine Folge hochgeladen. Und ich komme jetzt sowieso noch in diese Schwulität, dass ich habe es ja eben gerade angerissen, dass ich 8 Tage weg bin. Und heute ist der sechste, wenn ihr es, der fünfte, wenn ihr das seht, ist heute der sechste. Und wann fahren wir? Am 17. oder so? Und ich müsste eigentlich vorproduzieren. Und zwar jede Menge. Und gerade auch ja wegen den guten Nachrichten, wann Season 15 rauskommt, dass wir da echt Zeit haben, weil ich würde wirklich, 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 wirklich gerne ein bisschen Content noch auf anderen Karten spielen. Aber ich werde jetzt nicht nochmal wechseln. Das war ganz nett gewesen, als wir da mal den Abstecher gemacht hatten nach Michigan. Aber da bleibe ich jetzt dabei. Das wird jetzt durchgezogen. So, den Glühbirnenanhänger, das ist eigentlich ein. Ich meine, das ist ein Scout-Anhänger. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich denke aber, es ist kein Problem, dass wir den notfalls einfach über die Seilwinde hinter uns herziehen. Weil wir müssen den sehr, sehr, sehr wahrscheinlich einfach nur in irgendeine Area ziehen. Ja, das ist ein Scout. Aber, okay, ich. Verdammt, ich sehe das Problem. Ich sehe das Problem. Genau. Die Legs gehen nicht weg. Die Beine gehen nicht weg. Oh, die Räder drehen sich ja gar nicht mehr. Die drehen sich ja überhaupt nicht. Müssen wir mal kurz gucken, wo müssten wir da hoch? Hier. Da sind wir schon mal hochgefahren, ne? Das ist eine. Ist nicht so nett, der Weg da hoch. Du, keine Ahnung, ob man auch den Weg da lang fahren könnte. Ja, wir probieren es einfach mal aus, weil ich wüsste jetzt nicht, welches Fahrzeug eine 2-Slot-Pritsche hätte und eine kleine Kupplung. Also mir fällt nur der Burlak 6x6 ein. Der hat aber nur einen Slot. Wir hätten den nehmen können und dann sagen können, alles klar. Alles klar. Wir machen hier illegale Verladetechnik. Ich hätte ein bisschen anders fahren sollen, ne?
Ja, es geht. Es geht. Ja, ich weiß. Aber das ist dann halt auch dem Spiel geschuldet, wenn sie die Anhänger, wenn sie nicht angekoppelt sind, so unglaublich leicht machen. Warum auch immer? Warum ist das so? Warum haben die Gegenstände, wenn sie verladen sind oder nicht verladen sind, unterschiedliche Gewichte? Meint ihr, da schaffen wir es da hoch? Na. Okay. Okay, Bruder. Ja, also das ist mal eine Strecke, wo der Atom durchaus auch seine Schwierigkeiten hat. Sagen wir mal, er hat leicht erhöhten Puls. Schwierigkeiten würde ich das jetzt nicht nennen. Das wäre nicht fair. Das wäre nicht fair dem Atom gegenüber zu sagen, er hätte hier Schwierigkeiten. Dafür hat er es einfach zu gut gerade gemacht. Sehr, sehr gut. Alles klar, meine lieben Freunde, ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es tat mal wieder gut, mal ganz kurz hier den Ärger Luft zu lassen. So, dann mache ich gleich noch eine Folge, freue ich mich drauf. Also, meine Lieben, macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.